Ein Film des sowjetischen Geheimdienstes KGB. Dokumentation und Beweismittel. Hier die Festnahme eines Top-Spions des US-Geheimdienstes CIA, Dmitri Polyakov. Kopf und Arme werden fixiert, um ihn gegebenenfalls am Schlucken einer Giftkapsel zu hindern. Die unsichtbare Front, das war wirklich eine unsichtbare Front des Kalten Krieges. Aber es war Krieg. Für uns war Krieg. Die Soldaten haben noch in Bereitschaft gelegen. Aber für uns und natürlich vor allem für die, die in die Kälte gingen, war wirklich Krieg. Juli 1945. Wissenschaftler der Alliierten aus dem Kernforschungszentrum von Los Alamos im US-Staat New Mexico sind auf dem Weg in die Wüste, um dem Test der ersten Atombombe beizuwohnen. Jahrelang haben sie daran unter strengster Geheimhaltung gearbeitet. Mit 19 Jahren war Ted Hall der jüngste Mitarbeiter an diesem Projekt. I was there. Da war ich nun. Wir saßen in einiger Entfernung auf einem Lastwagen, in sicherem Abstand, wie es hieß. Ich erinnere mich nicht mehr, ob es ein allgemeines Signal gab, dass der Test unmittelbar bevorstünde. Doch irgendwann ging das verdammte Ding hoch und es war ein furchteinflößender Anblick. Für Ted Hall hatte der Kalte Krieg ein Jahr zuvor begonnen. Ich beschloss, die Geheimnisse an die Russen weiterzugeben, weil ich es für wichtig hielt, dass kein Atommonopol entstünde, durch das ein Land die ganze Welt hätte bedrohen können, so wie Nazi-Deutschland. Dagegen schien es nur ein Rezept zu geben. Man musste das Monopol der Amerikaner brechen. The right thing to do was to act to break the American monopoly. Mit dieser Meinung stand Hall nicht allein. Der KGB besaß mehrere Informanten in Los Alamos, die nichts voneinander wussten. Der Wissenschaftler Klaus Fuchs gab ebenso wie Ted Hall Einzelheiten weiter, etwa über die Zündung von Atomwaffen durch Implosion. Ein Prinzip, das der sowjetischen Wissenschaft so neu und nicht vertraut war, dass die russische Sprache nicht einmal ein entsprechendes Wort dafür kannte. Juli 1949 testeten die Sowjets ihre erste Atombombe mit Implosionszündung. Sie kopierten dabei entscheidende Details der Bombe, mit der die Amerikaner Nagasaki zerstört hatten. Die Atomspione hatten der Sowjetunion etwa 2 Jahre Forschungsarbeit erspart. Ted Hall wurde im März 1951 vom FBI vernommen. Ein Verfahren gegen ihn wurde allerdings nicht eingeleitet, aus Mangel an Beweisen. Einen Monat danach wurden die KGB-Agenten Julius und Ethel Rosenberg zum Tode verurteilt. In dem antikommunistisch geprägten Klima jener Tage waren sie die einzigen amerikanischen Spione, die jemals zu Friedenszeiten hingerichtet wurden. It was gruesome. Es war grässlich. Und es führte einem die Tatsache vor Augen, wie sehr das Feuer des Hasses loderte und wie nahe es war, uns alle zu verbrennen. Der Krieg der Spione brachte zunächst nur dem KGB Erfolge, der überall im Westen operierte, während die CIA auf einen abgeschotteten Osten traf. Sogar Eisenbahnzüge an der Grenze zwischen Finnland und der Sowjetunion wurden mit Stahlblenden gegen verbotene Blicke verriegelt. Für die Nachrichtendienste der Vereinigten Staaten begann eine lange Durststrecke. This lack of understanding. Unsere mangelnden Kenntnisse über die Funktionsweise des Sowjetsystems hat der CIA während des ganzen Kalten Krieges zu schaffen gemacht.
Das betraf die Sowjetunion selbst, aber auch ihre Pendants in Ostdeutschland oder in Kuba. Die Mehrzahl anfänglicher Versuche, in die Sowjetunion einzudringen, war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Westliche Agenten wurden von KGB-Spionen wie dem britischen Geheimdienstbeamten Kim Philby verraten. Philby war wegen seiner Beziehungen zu zwei verschwundenen Doppelagenten, Guy Burgess und Donald MacLean, ins öffentliche Rampenlicht geraten. Auf dieser Pressekonferenz in London gibt er sich ahnungslos. Wenn es also einen Dritten gab, waren Sie dieser dritte Mann? Nein, ich war nicht. Gab es denn einen Dritten? Kein Kommentar. Das Verschwinden von Burgess und MacLean bleibt ein Rätsel, heute wie vor mehr als 4 Jahren. Können Sie Licht in dieses Dunkel werfen? Nein, kann ich nicht. Philby hat uns viel über jene Spionageaufträge erzählt, über die Anzahl der Beteiligten, die Koordinaten, darüber, wie und wann die Operationen ausgeführt würden. Ob die Leute per Fallschirm oder mit dem Boot abgesetzt würden. Natürlich waren dann die entsprechenden Landeregionen von der sowjetischen Spionageabwehr umstellt und die Betreffenden wurden festgenommen. Üblicherweise wurden die Agenten verhört. Dabei erwiesen sich einige als recht feindselig und verstockt und damit fällten sie ihr eigenes Todesurteil. 1953 ließ sich der sowjetische Emigrant Michail Kudeljavzew mit dem Fallschirm über Russland absetzen, um für die CIA zu spionieren. Nachdem wir am Boden waren, wurden wir gefesselt und zum KGB gebracht. Als der Ermittler aus Moskau, bemerkenswert schnell, in der Abenddämmerung eintraf, hatte ich gleich den Eindruck, dass wir erwartet worden waren. Dass der KGB irgendwie im Voraus von unserer Ankunft gewusst hatte. Kudeljavzew rettete sein Leben, indem er dem KGB alles beichtete und sich bereit erklärte, bei einer perfekt inszenierten Pressekonferenz eine vorbereitete Erklärung abzugeben. Das bin ich. Damals. Vor unserem Auftritt auf dieser Pressekonferenz hatten wir Texte erhalten, die wir in 2 Tagen auswendig lernen mussten. Kudeljavzew verkündete der Weltöffentlichkeit, es sei sein schwerer Fehler gewesen, jemals schlecht über die Sowjetunion gedacht zu haben, ganz zu schweigen von seinem Umsturzversuch. Es fiel mir nicht leicht, solche Dinge zu sagen. Doch es musste sein, damit sie mich nicht in die Ljubljanka zurückbrachten. Man hatte wirklich den Eindruck, dass dieser Geheimdienst enorm flächendeckend arbeitete, dass sie alles wussten, was wir taten, dass kein Spatz vom Himmel fallen konnte, ohne dass der allgegenwärtige KGB davon erfuhr. Was unsere eigenen Erfahrungen angeht, so wussten wir, dass unsere Operationen verraten worden waren, von Leuten wie Kim Philby. Stolz zeigte der KGB beeindruckende Ausstellungen mit beschlagnahmter CIA-Ausrüstung. Der Westen musste mit schweren Niederlagen bei seiner Auslandsspionage und mit Verrätern in den eigenen Reihen fertig werden. Der Koreakrieg offenbarte weitere Schlappen. Der US-Geheimdienst fiel immer wieder durch Fehleinschätzungen bei der Beurteilung der Lage auf. Die CIA lag völlig falsch bei der Voraussage des Kriegsbeginns. Man irrte sich, was die chinesische Beteiligung und Intervention in diesem Krieg anging. Und man verschätzte sich hinsichtlich der Schlagkraft der koreanischen Streitkräfte. Aus dem Versagen der US-Geheimdienste im Koreakrieg ergab sich eine Reihe von Lehren, sowohl für die Politiker als auch für die Geheimdienste selbst. Zu diesen Lehren gehört, dass wir bessere technische Ausrüstung brauchten und uns um bessere Funk- und Fernmeldetechnik kümmern mussten. Dazu gehört auch die Einbeziehung von Mitteln der National Security Agency, des Nationalen Sicherheitsdienstes, des Pentagon. Das schaffte Möglichkeiten zum weltweiten Abhören von Fernmeldeleitungen
Vorbereitungen, woraus sich wertvolle Informationen für unsere Geheimdienste ergeben sollten. And this produced extremely vital information to the intelligence community. Berlin war Schaltzentrale für eine Unmenge von Telefon- und Fernschreibleitungen aus dem Sowjetblock, die unter der Stadt verliefen. Um diese anzuzapfen, gruben Amerikaner und Briten am Rande Berlins einen Tunnel einige hundert Meter in DDR-Gebiet hinein. Zweck des Berliner Tunnels war es, die Fernmeldeverbindungen der sowjetischen Streitkräfte in Ostdeutschland und in Polen nach Moskau anzuzapfen. Dies diente der aktuellen Nachrichtenbeschaffung über diese Streitkräfte und auch der Frühwarnung. Die abgehörten Gespräche wurden in den Tunnel geleitet, verstärkt und dann ins sogenannte Lagerhaus weitergeleitet, wo hunderte von Tonbandgeräten rund um die Uhr abgehörte Telefongespräche aufzeichneten. Dem KGB war diese Operation von Anfang an bekannt. Ein Informant aus dem britischen Geheimdienst hatte die Sache verraten. George Blake. Ich hatte als Sekretär an der Planungssitzung für den Tunnel teilgenommen. Daher war ich in der Lage, eine grobe Skizze anzufertigen, die zeigte, wie der Tunnel verlaufen sollte und welche Kabel man anzuzapfen beabsichtigte. Blake hatte als britischer Geheimdienstbeamter in Seoul gedient. In nordkoreanischer Gefangenschaft hatte er die westlichen Bombenangriffe auf Zivilisten miterlebt. When I saw these enormous American flying fortresses, beim Anblick jener gewaltigen amerikanischen fliegenden Festungen im Tiefflug über anscheinend wehrlose koreanische Dörfer überkam mich ein Gefühl der Scham. Mir wurde peinlich bewusst, dass ich auf der falschen Seite stand und dass ich etwas dagegen unternehmen musste. Blake kehrte mit der ersten Gruppe von Kriegsgefangenen, die Korea nach dem Waffenstillstand von 1953 entließ, nach Großbritannien zurück. Wie fanden Sie das Essen dort? Angemessen, aber eintönig. Gab es auch Ungewöhnliches zu essen? Nein, hauptsächlich Reis und Rüben. Dreimal am Tag. Blake ging zurück zum britischen Geheimdienst, doch nun war er auch Spion des KGB. Ich erhielt eine Minox-Kamera, die nahm ich stets mit, wenn ich zur Arbeit ging, wie meine Brieftasche. Ich wusste ja nie, welche wichtigen Papiere auf meinem Schreibtisch landeten, deren Abfotografieren sich lohnen würde. Blakes Informationen über den Bau des Spionagetunnels stellte den KGB vor ein Problem. Sofortiges Eingreifen hätte vermutlich zur Enttarnung Blakes geführt. Das war ein wichtiger Grund, nicht gegen den Tunnel vorzugehen oder Desinformationen über die Leitungen zu schicken. Wir durften in keiner Weise erkennen lassen, dass wir von dem Tunnel wussten. Denn nur solange Blake unentdeckt im britischen Geheimdienst blieb, war er für uns von großem Nutzen. Also ließ der KGB den Berliner Tunnel weiter bestehen. Und über die CIA ergoss sich eine wahre Nachrichtenflut. Wir bekamen die Einsatzpläne für die Sowjettruppen in Deutschland und Polen. Wir hatten Informationen über die Neuordnung des Verteidigungsministeriums, die direkt aus Moskau kamen. Doch der Clou war, dass wir erhielten, womit wir niemals gerechnet hätten, Einzelheiten über Personen, über Einsatzpläne der militärischen Gegenspionage der Sowjets. Wir waren damals, so glaubten wir jedenfalls, die absoluten Herren der Nachrichtenlage in Berlin.
Doch der KGB wartete lediglich auf den geeigneten Augenblick, um den Berliner Tunnel auffliegen zu lassen. Man hatte mich frühzeitig gewarnt und deshalb saß ich, wie Sie sich wohl vorstellen können, wie auf Kohlen bei dem Gedanken, was dabei herauskommen würde. In der Nähe des Friedhofes von Altklinike bei Berlin. An einem Abend im April 1956 führten heftige Regenfälle zu einem Kabelschaden. Damit hatte der KGB einen Vorwand, um den westlichen Abhörtunnel mit einer sowjetischen Propagandabombe hochgehen zu lassen. Natürlich waren wir darüber recht unglücklich. Andererseits muss man die Dinge eben nehmen, wie sie kommen, und achselzuckend konstatieren, ein Glück, dass es so lange gut gelaufen ist. 5 Jahre später wurde auch George Blake enttarnt und zu 42 Jahren Haft verurteilt. Insgesamt hatte er dem KGB die Namen von fast 400 westlichen Agenten verraten, angeblich unter der Bedingung, dass ihnen kein Leid geschehe. Während meines Prozesses unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wo also alles gesagt werden konnte, erhob die Staatsanwaltschaft mit keinem Wort den Vorwurf, mir könne der Tod irgendwelcher Agenten zur Last gelegt werden. Doch anhand der von Blake genannten Namen brauchte Moskau nur abzuwarten, bis der KGB genug zusätzliches Belastungsmaterial gefunden hatte. George Blake hatte eine Art unschuldige Gesinnung. Er ist eben ein sehr naiver Mensch. Er wollte nicht wahrhaben, dass viele der Leute, die er verriet, hingerichtet wurden. Einmal haben er und ich sogar persönlich über solch einen Fall gesprochen und er wollte es einfach nicht glauben. Aber man sagte mir doch, das würde nicht geschehen. Trotzdem geschah es. Und man sagte ihm nichts davon. Als der Kalte Krieg in den 50er Jahren an Intensität zunahm, geriet auch die CIA zunehmend unter Druck. Der Westen bemühte sich verzweifelt um Einzelheiten über Umfang und Schlagkraft der Sowjetstreitkräfte. Aber außer solchen Flugschauen wie am 1. Mai bekamen westliche Augen nichts zu sehen. Besonders scharf war die CIA auf die sowjetischen Raketenstreitkräfte. Über sie wusste man am wenigsten. Über Raketenstellungen in der Sowjetunion gab es nur wenige Agentenberichte. In begrenztem Umfang konnten wir Schlüsse aus dem Nachrichtenverkehr ziehen, die die Vermutung nahelegten, dass diese Einrichtung oder jene Stadt etwas mit Aktivitäten im Raketenbereich zu tun haben könnte, weil wir Verbindungen zu bereits bekannten Raketenstellungen feststellten. Klare, unwiderlegbare Beweise für tatsächlich einsatzbereite Raketen fehlten jedoch. Von 1956 an begann sich die überlegene Technologie der Amerikaner auszuzahlen. Die U-2, das Spionageflugzeug der CIA, flog in großer Höhe über Russland, um Fotos von sowjetischen Raketenabschussbasen zu machen. Doch auch nach 4-jähriger Suche fand man keine einsatzfähigen Abschussbasen für Interkontinentalraketen. Schließlich gelang den Amerikanern 1960 der erfolgreiche Start eines mit einer Kamera ausgerüsteten Satelliten. Nach 17 Erdumrundungen wurde die Filmkapsel ausgeworfen, in der Luft abgefangen und für die Auswertung zur Erde gebracht. Ein anschließender Erkundungsflug bestätigte die Existenz von nur einer sowjetischen Abschussbasis für Interkontinentalraketen. Die schlüssige Antwort auf das amerikanische Rätselraten lieferte der vermutlich bedeutendste Spion des Kalten Krieges. Dies ist ein Foto von Oleg Penkovsky, Oberster Roten Armee, mit all seinen Orden und Ehrenzeichen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein stattlicher Soldat und ein großartiger amerikanischer Patriot. Dieses Foto wurde im April 1961 in einem Londoner Hotel aufgenommen, nach einem unserer Treffen. Es zeigt Oleg Penkovsky links und mich auf der rechten Seite bei einem Gläschen Wein. Penkovsky konnte den Amerikanern zusätzliche beruhigende Angaben über die relativ begrenzte sowjetische Schlagkraft machen. Gewiss bestand ein beträchtliches Gefahrenpotenzial. Die Sowjets waren ja militärisch sehr stark, doch sie waren bei weitem nicht so schlagkräftig, wie unsere Experten vermutet hatten. Penkovsky brachte alles wieder ins rechte Lot. Die Sowjets waren also keineswegs die befürchteten Riesen. Penkovsky enthüllte den Mangel an sowjetischen Atomsprengköpfen und die Schwierigkeiten der Sowjets mit ihren Raketenleitsystemen.
Aus Ärger über einen Karriereknick beim militärischen Geheimdienst und aus Sorge, Chruschtschows Abenteurerpolitik könne die Welt ins Verderben stürzen, wurde er zum Verräter. Chruschtschow hatte Kennedy gegenüber erklärt, ich will Frieden, doch wenn Sie Krieg wollen, dann sind Sie selber schuld. Penkovsky erklärte der CIA, Chruschtschow blöffe nur. Kennedy muss hart bleiben, riet er. Chruschtschow wird sich hüten, irgendwelche Raketen abzufeuern. Er kann sich keinen Krieg leisten. If you can get into the mind of the Khrushchevs of the world, wer es schafft, die Gedanken der Chruschtschows dieser Welt zu lesen, der verfügt über eine Waffe, die mächtiger ist als jedwede Informationstechnik. Genau das vermochte Penkovsky uns zu geben. And this is what Penkovsky was able to give us. Penkovskys Informationen waren während der Kuba-Krise 1962 für die USA von entscheidender Bedeutung. Aufnahmen der U-2 bewiesen die Präsenz sowjetischer Raketen auf Kuba. Ihre Operationshandbücher hatte Penkovsky der CIA verschafft. Während die Welt einer atomaren Auseinandersetzung so nahe war wie nie zuvor im Kalten Krieg, wurden führende Geheimdienstexperten zur Beratung Präsident Kennedys ins Weiße Haus gerufen. Die erste Frage des Präsidenten lautete, wie lange brauchen die, um diese Raketen abzufeuern? Art Landell sagte, nun, Mr. Graybeal ist unser Experte für Raketenfragen. Kennedy schaute mich an. Ich stand hinter dem Präsidenten und den Herren McNamara und Rusk. Während der nächsten 5 bis 10 Minuten prasselten Fragen über Fragen auf mich herab. Zur Beantwortung der Frage des Präsidenten, wie viel Zeit man brauche, um die Raketen abzufeuern, verließ ich mich auf die Berichte unserer Nachrichtenquellen, vor allem aber auf die Informationen Penkovskys, der uns erklärte, wie die Raketen im Einsatz funktionierten. Es heißt, die Einschätzung durch die CIA habe dem Präsidenten kostbare 3 Tage Luft verschafft. Penkovsky stand nun selbst unter Beobachtung des KGB. Zum letzten Mal hatte er sich mit Joe Bulik in Paris getroffen. Ich hatte nie den Eindruck, er wäre in Gefahr, denn andernfalls hätte ich darauf gedrängt, dass er geblieben wäre. Wenn nötig, hätte ich ihn sogar dazu gezwungen. Aber ich hatte nie das Gefühl, auch damals nicht, bei unserem letzten Treffen in Paris, dass er in Gefahr war. Nach seiner Rückkehr nach Moskau schickte Penkovsky eine, wie es schien, ganz gewöhnliche Mitteilung. Penkovsky hatte signalisiert, dass in einem toten Briefkasten eine Nachricht für uns hinterlegt sei. Wir schickten Dick Jacobs los, um sie zu holen. Dabei wurde er verhaftet und damit wussten wir, die Sache war zu Ende. Penkovsky befand sich in den Händen des KGB. Punkt. Расскажите о начале вашей преступной деятельности. В ноябре 1960 года я решил войти в контакт с американской разведкой. Для чего я подготовил письмо, в котором высказал эту свою просьбу и желание. Das Verhör wurde vom KGB-Vernehmungschef Alexander Sagwostin geführt. Wir befragten ihn nicht 10 oder 20 Mal, sondern 100 Mal. Er war sich bewusst, dass auf seine Handlungen die Todesstrafe stand. Er fragte oft, wird man mich exekutieren? Ich habe ihm nie gesagt, er würde nicht hingerichtet. Aber eines habe ich ihm immer wieder erklärt. Nur wenn Sie alles gestehen und wirklich bereuen, können Sie auf Gnade hoffen. Vermutlich wurde Penkovsky deshalb nicht verschont, weil er nicht alles gestand. Ich weiß ganz sicher, dass Penkovsky erschossen wurde. Mehr kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass sein Leichnam eingeäschert wurde. Mehr weiß ich nicht und mehr interessiert mich auch nicht. Nicht alle Spione wurden berühmt.
Hier einige private Filmaufnahmen von Galina und Michail Fedorow, KGB-Offiziere, die 20 Jahre lang unerkannt im Westen arbeiteten. Sie wurden nie erwischt. Im Kriegsfall wären sie in der Lage gewesen, sozusagen hinter den feindlichen Linien zu spionieren. Beim KGB herrschte nie Mangel an willfährigen Rekruten. Manche handelten aus Geldgier, andere aus ideologischen Gründen und einige aus purem Vergnügen am Leben als Geheimagent. Ich liebe Spionage. Warum? Wegen des Flairs von Abenteuer, Risiko und Ungewissheit. Wenn man zum Treff mit einem Agenten geht, weiß man nie, ob man vielleicht verhaftet wird. Das bringt Farbe ins Leben. Die Spionagemanie begann etwa um die Zeit, als ich in London eintraf. 1961 waren wir sehr populär. Wir wurden überall hineingeladen, auf private Partys etwa. Und man begegnete uns überall freundlich und unbefangen. Doch im weiteren Verlauf der 60er Jahre gab es die vielen negativen Schlagzeilen über Blake und die anderen KGB-Spione. Und dann der Skandal um Verteidigungsminister Profumo und die Prostituierte Christine Keeler in England. Danach hieß es stets, wenn ich irgendwo auftauchte, Sie sind doch Spion, nicht? Klar doch, sagte ich dann. Natürlich bin ich Spion. Die westlichen Länder wurden der massiven Präsenz des KGB in ihrer Mitte überdrüssig. 1971 wiesen die Briten 105 sowjetische Geheimdienstbeamte aus, die von einem Überläufer enttarnt worden waren. Zunehmend übernahm modernste Technologie die Rolle von Spionen. Satelliten konnten nun Funksprüche abfangen und Daten von Raketentests im gegnerischen Lager übermitteln. Filmaufnahmen aus dem Weltraum mussten nicht mehr zur Entwicklung auf die Erde zurückgeholt werden. Der Satellit am Himmel machte die Aufnahmen und übertrug Bilder direkt auf den Schreibtisch des Auswärters in den USA. Der konnte so das internationale Geschehen beobachten, ohne sein Büro zu verlassen. Durch Satellitenfotos und elektronische Schnüffelei verschafften sich beide Seiten eine gewaltige Nachrichtenflut, die oft größer war, als die Auswärter bewältigen konnten. Technologische Spionage half den Supermächten schließlich sogar auf ihrem beschwerlichen Weg zum Frieden. Die Technik spielte eine wesentliche Rolle bei den Abrüstungsbemühungen. Satellitenfotos und elektronische Abhöreinrichtungen gaben uns allerlei Aufschlüsse über die sowjetischen Militärsysteme. Mitten in den Verhandlungen über den SALT-II-Vertrag musste ich einmal vor dem Senat erscheinen und erklären, falls es zur Unterzeichnung dieses Vertrages kommt, sind wir in der Lage, genauestens zu überprüfen, ob sich die Gegenseite an die Vertragsbestimmungen hält. Trotz einer Flotte von Spionageschiffen, trotz weltweiter Abhörposten und Sputnik-Satelliten, hinkte die sowjetische Nachrichtentechnik dem Westen hinterher. Immerhin aber behauptete die sowjetische Seite, sie habe die Geheimcodes von 60 Staaten geknackt, häufig durch Diebstahl oder Erpressung. Die technische Seite der sowjetischen Nachrichtenbeschaffung war der sowjetischen Geheimdiensttätigkeit durch Menschen weit unterlegen. Die Sowjets waren Meister der Überredungs- und Überzeugungstaktik, durch die sie schließlich zahlreiche Leute für ihre Ideologie gewinnen konnten. Die Spionagemethoden des KGB gingen über den Konflikt zwischen den Supermächten weit hinaus. In der DDR reichte die Überwachung von Privatpersonen durch den Staatssicherheitsdienst bis in intimste Lebensbereiche. Stasi-Verhöre wurden routinemäßig gefilmt. Mikrofone und Kameras der staatlichen Schnüffler waren überall versteckt.
Nun, die Beziehung zu den verschiedenen Abwehrbereichen, darunter auch der Untersuchung, wo also die Verhöre durchgeführt wurden, waren mit der Zeit eigentlich kollegial. Es gab solche und solche. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass dort also ganz finstere Gesellen, die mit schrecklichen Mitteln und Methoden also von Leuten Geständnisse erpressen. Alles, was Sie bewerkstelligt haben, um nach Westberlin bzw. in die BRD zu kommen? Nichts, was habe ich denn bewerkstelligt? Ich habe nichts unternommen. Das ist doch gar nicht wahr. Was habe ich denn unternommen? Warten Sie mich doch nicht, erzählen Sie. Ich habe nichts unternommen. Natürlich. Ich habe nichts. Also es gab schon sehr Schlimmes. Es gab viele Fälle von Unrecht. Insbesondere in der letzten Phase, was mich am meisten auch innerlich gestört und bewegt hat, diese Repressalien, nur weil die Menschen eine andere politische Meinung hatten. Einen anderen Sozialismus, einen besseren Sozialismus wollten. Vera Wollenberger trat 1981 der Friedensbewegung in der DDR bei. Ihr Ehemann Knut ermutigte sie zu diesem Schritt. Mein ganz persönlicher Anlass, mich gegen staatliche Politik zu wenden, war Anfang der 80er Jahre der Beschluss, Atomraketen in der DDR zu stationieren und Wehrkundeunterricht in den Schulen einzuführen. Vera und ihre Familie sahen sich nun fortwährenden Schikanen ausgesetzt. Die Stasi brach in ihre Wohnung ein und sorgte dafür, dass sie ihre Anstellung als Lehrerin verlor. Ihr Ehemann schien bei alledem fest zu ihr zu halten. 1988 wurde Vera auf dem Weg zu dieser Demonstration verhaftet. Der Anlass, sie trug ein Spruchband mit den Worten Rosa Luxemburgs: Freiheit ist die Freiheit der Andersdenkenden. Sie wurde verhört, kam ins Gefängnis und wurde aus der DDR abgeschoben. 1991, nach dem Zusammenbruch der DDR, erhielt Vera Wollenberger Zugang zu ihren Stasi-Akten, aus denen sie erfuhr, dass sie vor allem vom eigenen Ehemann bespitzelt worden war. Das kann ich gar nicht so genau sagen, weil es eine solche Extremsituation ist, wie vielleicht andere erfahren, wenn sie zeitweilig gestorben sind und dann ins Leben zurückkehren. Das Überraschende war für mich, dass diese Berichte geschrieben waren, als ob sie über eine Fremde geschrieben worden wären und nicht über eine Ehefrau. Ich war eine Feindin dieses Staates und er hat eben alles getan, um diese Feindin zu bekämpfen. Mit anderen Staatsfeinden verfuhr man drastischer. 1978 ersuchte der bulgarische Geheimdienst den KGB um Amtshilfe bei der Ermordung des emigrierten bulgarischen Schriftstellers und Rundfunkkommentators Georgi Markow. Der Markow-Mord begann an einer Bushaltestelle in London. Der Exilbulgare wurde von einem Unbekannten, scheinbar versehentlich, mit der Spitze eines Regenschirms verletzt. The Bulgarians were given a choice of weapons. Den Bulgaren war eine Auswahl von Waffen vorgelegt worden. Sie entschieden sich schließlich für diesen Schirm, aus dem ein winziges, vergiftetes Kügelchen in das Opfer geschossen werden konnte. Es war beabsichtigt, dass die Tat unentdeckt blieb, denn die Giftkugel löst sich innerhalb von 24 Stunden im Körper des Opfers auf, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe mir jene Tat nicht ausgedacht, sie auch nicht geplant. Ich war auch an keiner Exekution beteiligt, aber ich wusste davon. Ich sagte immer, Wissen ist ja kein Verbrechen, nicht wahr? Oder glauben Sie etwa, andernfalls würde ich in die USA oder nach England reisen und so etwas öffentlich preisgeben? Da könnte ich mich ja gleich aufhängen. Die Top-Spione waren stets darum bemüht, ihre geheimen Aktionen und Arbeitsberichte auszuschmücken oder als Erfolgsstories maßlos zu übertreiben, um Lob aus der Hierarchie zu ernten. Beim Verfassen unserer Berichte waren wir natürlich immer bestrebt, jene Elemente aufzubauschen, aus denen sich eine Gefahr für die Sowjetunion herauslesen ließ. Durch das Hervorheben der richtigen Aspekte konnte man sicher sein, dass der Bericht sofort nach ganz oben ins Politbüro geleitet wurde. Hörte sich die Information langweilig an, wanderte sie sofort in die Ablage. Das war ein Problem aller Berichterstatter. Am wichtigsten waren stets möglichst gute Noten aus Moskau. Doch was brachte es letztlich, wenn Spione ihre Erkenntnisse manipulierten?
Wie wichtig nahmen die politischen Führer eigentlich ihre Geheimdienste? Ich würde sagen, wir schätzen vermutlich die Wichtigkeit der Geheimdienste zu hoch ein. Wenn die politische Führung sich erst einmal für einen bestimmten Kurs entschieden hat, werden auch richtige oder verfälschte Nachrichten des Geheimdienstes keine großen Änderungen dieses Kurses mehr bewirken. November 1988. Ein Ehrenbegräbnis für Kim Philby auf einem Moskauer Friedhof. 50 Jahre zuvor war der ehemalige britische Geheimdienstbeamte zum Verräter an seinem Vaterland geworden und hatte umfassendes Geheimmaterial an den KGB weitergeleitet, ehe er abtauchte. Dennoch traute Moskau solchen Bekehrten nie ganz. Bis zu seinem Tod las der KGB seine Post und hörte seine Telefonate ab. Jetzt schien das Zeitalter der Spionage vorüber zu sein. Die CIA hatte in den 80er Jahren mit großer Umsicht Agenten in sowjetischen Geheimdienst- und Verteidigungsinstitutionen etabliert, darunter wertvolle Informanten wie den Luft- und Raumfahrtexperten Adolf Tolkatschew, der hier auf dem Weg zu einem Treff mit seinem CIA-Kontaktmann in Moskau vom KGB gefilmt wird. Plötzlich begann der KGB mit der Verhaftung der wichtigsten sowjetischen CIA-Spione. In 1985 verloren wir immer wieder Quellen, womit ich sowjetische Beamte meine, die für uns tätig waren. Einige von ihnen verschwanden völlig von der Bildfläche. Wir kamen zwar zu der Überzeugung, dass etwas schiefgelaufen sein musste, doch zunächst glaubten wir nicht, dass wir einen Maulwurf in unseren Reihen hätten. Einer der schlimmsten Verluste für den Westen war General Dmitri Polyakov vom sowjetischen militärischen Geheimdienst. Polyakov war nach 18 Jahren Spionagetätigkeit in den Ruhestand getreten, als der KGB schließlich zupackte. Polyakov war während eines Aufenthaltes bei den Vereinten Nationen in New York angeworben worden. 1962 kehrte er auf der Queen Elizabeth nach Europa zurück. Sein Foto wurde vom Schiffsfotografen beim Kapitänsdinner aufgenommen. Einen Tisch weiter sitzt John Mabey, der FBI-Mann, der ihn anwarb. Er sagte mir, ich bin unzufrieden mit den Zuständen in der Sowjetunion. Die Regierung schert sich nicht um die Bürger. Man steuert einen Kriegskurs gegen die USA, der unmöglich erfolgreich sein kann. Und den Schaden hat dabei das russische Volk. Wir trafen uns jeden Tag, an dem die Queen Elizabeth auf See war, oft sogar zweimal. Wir schauten uns dabei buchstäblich tausende Fotos von Sowjetbürgern an, die in den USA und anderswo auf der Welt gewesen oder stationiert gewesen waren. Und er identifizierte eine ganze Reihe von Personen auf diesen Fotos und nannte Namen. Polyakov war unser Crown Jewel. Polyakov war unser Kronjuwel. Er hat jahrelang für uns gearbeitet. Er machte eine Berufskarriere auf seiner Dienststelle. Aus einer solch hochrangigen Position heraus erhielten wir Einblicke nicht mehr nur aus Sicht unserer üblichen Quellen, lediglich von unten. Polyakov versetzte uns im Laufe der Zeit in die Lage, seine Organisation, den militärischen Abschirmdienst, GRU sozusagen, von oben nach unten zu durchleuchten, ebenso wie den KGB, das sowjetische Außenministerium und den kommunistischen Parteiapparat. 1991 stieß Sandy Grimes zu dem Team, das die Ursachen für das Auffliegen von CIA-Agenten untersuchte. Der Arbeitskreis wurde von Jean Wörtefee geleitet, die argwöhnte, dass sich ein Maulwurf des KGB in den eigenen Reihen aufhielt. Die Bearbeitung eines Falles der Gegenspionage, bei dem es um die Aufdeckung eines Maulwurfs geht, ist stets schwierig und zeitaufwendig. Bei der Aufstellung einer Liste potenzieller Verdächtiger kamen wir auf 198 Personen. Die Jagd auf den Maulwurf dauerte 3 Jahre und konzentrierte sich schließlich auf einen Beamten der CIA-Gegenspionage, Aldrich Ames. Heimlich filmte ihn das FBI 1993 in Bogotá. Ich ging auf und ab und fragte mich, was denn wohl mit meiner KGB-Kontaktperson geschehen war, die noch eine Stunde zuvor dort gewesen war. Ich war zwar recht wachsam, doch hatte ich nicht bemerkt, dass ich beobachtet wurde. Ich glaube, auch die FBI-Leute waren nervös. Sie wollten ja um jeden Preis vermeiden, dass mir etwas auffiele.
Also mussten sie weit im Hintergrund bleiben. Deshalb gab es auch nie irgendwelche Beweise für irgendwelche operativen Schritte meinerseits. Das FBI durchforschte das Haus von Ames und zapfte seine Telefonleitung an. Der Durchbruch ergab sich schließlich aus einer genauen Überprüfung seiner Bankauszüge durch die CIA. Wir hatten gerade die Auszüge eines von Ricks Bankkonten bekommen und Dan las die einzelnen Posten vor, während ich sie in den Computer eintippte. Da. Unglaublich. Am 17. Mai hatte Rick berichtet, er habe mit seinem sowjetischen Kontaktmann Tschuwachin zu Mittag gegessen. Und am 18. Mai wies sein Girokonto eine Einzahlung von $9,000 aus. Am 21. Februar 1994 wurde Ames zusammen mit seiner Frau wegen Spionage verhaftet. Jahrelang hatten die beiden ein Leben in Saus und Braus geführt. Schock, Depression, das rüde Erwachen. Plötzlich sieht man sein ganzes Leben an sich vorüberziehen. Man spürt, nun ist es zu Ende. Doch kein Gefühl der Erleichterung stellt sich ein. Nein, es ist vielmehr schmerzlich. Im April 1985 war Aldrich Ames in die sowjetische Botschaft in Washington gegangen und hatte damit begonnen, Geheimnisse an den KGB zu verkaufen. Man zahlte ihm im Laufe der Zeit insgesamt $2,7 Millionen dafür. Die Motive, aus denen ich jenen Schritt im April 1985 unternahm, waren rein persönlich. Banale Gründe, Geldgier und Torheit. So einfach ist das. And amounted really to kind of greed and folly. Simple as that. I attribute it heavily to Rosario. Ein Großteil der Schuld traf sicherlich Rosario, seine Frau. Sie war es, die gerne Geld mit vollen Händen ausgab, die ein Luxusleben wollte. Und er hat sich ihre Liebe durch teure Geschenke sozusagen erkaufen wollen. Ames machte sich keine Illusionen über den wahren Preis für seinen Verrat. Als ich die Namen unserer Agenten in der Sowjetunion preisgab, wusste ich sehr wohl, dass ich sie damit der ganzen Härte des Apparates der sowjetischen Gegenspionage und der Justiz aussetzte. Das bedeutete Verurteilung, ja Todesstrafe, vor allem für die KGB und GRU-Beamten. Bestimmt würde man sie für das, was sie getan hatten, voll verantwortlich machen. Und ich versuchte, mich an die sich daraus ergebenden Gewissensbisse zu gewöhnen. Dmitri Polyakov war einer von 25 Agenten, die von Ames verraten wurden. 10 wurden hingerichtet, einer beging Selbstmord. Nur ein einziger konnte vom britischen Geheimdienst außer Landes geschafft und in Sicherheit gebracht werden. Ich wurde im Mai 1985 vom KGB festgenommen und unter Hausarrest gestellt. Doch im Juni gelang mir die Flucht, bei der ich unversehrt blieb. Ich hatte Glück. Die anderen wurden abgeknallt, in den Verliesen irgendeines KGB-Gefängnisses, nach endlosen Monaten voller Drohungen und Verhöre. Sie verloren alles, ihre Familien, ihre Kinder, ihre Arbeit und ihr Leben. Sie durchlitten 1, 2 oder, wie im Falle von General Polyakov, fast 3 Jahre in ständiger Erwartung, dass sie einen Moment später sterben würden. Polyakovs Verhandlung wurde geheim gehalten. Er blieb bis zum Schluss kritisch gegenüber der Sowjetunion. Er hatte dem Westen wertvolle Informationen über die sowjetische Raketentechnik, ihre Atomstrategie, über chemische und biologische Kriegswaffen geliefert. So viele Spione zahlten mit ihrer Freiheit oder ihrem Leben für das gnadenlose, teuflische Schattenspiel der Systeme. Männer wie Polyakov gaben Namen preis, verrieten Geheimnisse.
Ich tat genau das Gleiche, aus Gründen, die mir als ausreichend erschienen. Ich gab die Namen von Leuten preis, von denen einige zuvor genau das Gleiche getan hatten wie ich. Ein gemeiner Teufelskreis, der der Menschlichkeit einen schrecklichen Preis abverlangt. It's a nasty kind of circle with terrible human costs. Aldrich Ames verbüßt eine lebenslange Haftstrafe mit Ausschluss einer Begnadigung. Dmitri Polyakov wurde zum Tode verurteilt. Er wurde 1988 durch einen Schuss in den Hinterkopf hingerichtet und anschließend in einem anonymen Grab verscharrt. Ein halbes Jahrhundert lang bespitzelten sich die Spione gegenseitig durch eine Nebelwand aus Unwissen und Täuschung. Sie lieferten immer realistischere Auswertungen von Stärken und Schwächen des jeweiligen Gegners. Doch nur wenige vermochten, die schwierigste aller Fragen zu beantworten. Hat der Feind nun die Absicht, uns anzugreifen oder nicht? Trotz der immensen Mittel der CIA und des KGB ergaben sich Antworten nicht aus Satellitenfotos oder Agentenberichten. Sie blieben in den Köpfen der mächtigen Gegenspieler verborgen.